Hi zusammen, Hannes hier auf der CES 2018 in Las Vegas und ich bin hier gerade am Stand von Shadow. Das ist ein Gaming-Startup, das euren Gaming-PC in die Cloud bringt. Klingt jetzt dem einen oder anderen vielleicht bekannt, aber es geht in dem Fall nicht darum, dass ihr eure Spiele in der Cloud mietet, sondern ihr mietet euch wirklich einen High-End-Gaming-Rechner und könnt dann eben mit sämtlichen Geräten, die ihr so besitzt, darauf zugreifen. Beispielsweise hier ist die Shadowbox, das ist einfach nur eine kleine, ein kleiner Mini-PC, der dann eben sich per Internet mit eurem High-End-Rechner verbindet, um dann eben beispielsweise hier in dem Fall Blender mit sehr, sehr aufwendigen Animationen aufzurufen, ohne dass ihr eben große Probleme habt, das Ganze darzustellen. Ihr könnt also auch auf einem kleinen Windows 10 Ultra Portable Notebook dann eben zocken, wenn die Internetverbindung es hergibt. Oder eben auch das Ganze, wie wir es jetzt hier sehen, auf einem Android-Smartphone. Ja, also das ist jetzt hier einfach nur wirklich ein Android-Smartphone mit der Blender-App, mit der Shadow-App und Game-Controller dran mit Halterung. Und schon kann man eben dort Rise of the Tomb Raider spielen, was ja jetzt nicht unbedingt das herausforderndste Spiel ist, aber doch schon einige Anforderungen hat. Und ihr seht auch, es gibt keine große Verzögerung bei den Eingaben. Also das heißt, er spielt jetzt hier wirklich gerade live auf dem System. Und das würde ich schon sehr, sehr cool. Soll auch bald nach Deutschland kommen, voraussichtlich Februar, März irgendwann um den Dreh. Geht es dann los, dass es auch eben in Deutschland ausprobiert werden kann. Werden wir uns dann auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ja, möglich sein soll das Ganze schon mit einer 15-Mbit-Verbindung. Natürlich immer ein bisschen abhängig davon, in welcher Qualität ihr spielen wollt. Also das heißt, wenn ihr jetzt natürlich sagt, ihr wollt das Ganze in 4K streamen, dann braucht ihr natürlich eine etwas schnellere Internetleitung, klar. Aber für Full-HD-Streams reichen dann auch schon 15 Mbit, um das Ganze flüssig darzustellen. Und ja, ansonsten gibt es da nicht wirklich viel zu sagen. Hier sind noch so die groben Specs. Mit dem 12 GB Arbeitsspeicher, ein 8K Xeon-Prozessor, 256 GB SSD und dazu eine Nvidia-Grafikkarte. Soll bis zu 4K-Gaming ermöglichen, das heißt, bleibt ja nicht nur eine 1080 Ti. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die ganze Hardware-Maintenance und so übernimmt auch Shadow. Also da braucht ihr euch dann auch keine Gedanken drum zu machen. Gut, dann so viel auch schon dazu. Fragen gerne unten in die Kommentare. Sobald das System verfügbar ist, werden wir uns auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und damit bis zum nächsten Mal.